Also man kann ja ruhig einkaufen gehen, ein bisschen ein paar Dosen, schadet sicher nicht, aber hamstern, weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Ich würde sagen nein, weil ich nicht davon ausgehe, dass das notwendig ist. Aber warum jetzt da genau? Ich meine, ja, wie gesagt, wenn die Lepra kommt oder die Pest, dann kann man sich vielleicht überlegen. Aber was hilft's, wenn ich mich jetzt für 3 Wochen ernähren kann, was ist nachher? Das hat keine Zukunft, das ist ja nicht recht nachhaltig. Also wenn, dann sollte man gleich eine Lösung finden und nicht erst in 3 Wochen, nachdem die Hamstereinkäufe aufgebraucht sind. Na gut, dann, wenn man für 2 Wochen in der Wohnung bleiben soll, war es ja sinnvoll, wenn die Regierung das so vorbereitet, dass jeder in seiner Wohnung bleiben kann, irgendwie für 2 Wochen. Und er muss das nicht selber besorgen, die Hamstervorräte, sondern es wird grundsätzlich so eingeteilt und ausgegeben, die Nahrung, ne? Für die Menschen in der Stadt zum Beispiel. Also man beschäftigt sich schon damit. Wir haben dann überlegt, was wir hätten. Also ich glaube, Nahrungsmittel hätten wir wahrscheinlich genug. Aber dass man zum Beispiel Wasser auch einlagern sollte. Ja, wir machen es nicht, aber es gibt schon zu denken, ja. Also klar, also man sollte sich da schon, sage ich mal, bewusst sein, was halt auf einen zukommen kann. Und man sollte sich auf jeden Fall vorbereiten. Also das wäre jetzt so meine Antwort. Ja, ich bin eigentlich genauso wie er. Also ich finde, es ist immer gut, wenn du was daheim hast. Also eine normale Grippe stehen mehr Leute und da haben sie nie zugesperrt. Also warum sind sie jetzt zusperren? Und ehrlich gesagt, wir schauen alle nicht so schlecht aus. Wir werden schon über die Runden kommen. Ich komme gerade aus der Apotheke, dort hat jemand gerade Masken in großen Stile gekauft. Ich glaube, das wird in Österreich auch kommen. Ob ich selber einkaufen gehen würde, gute Frage. Ja, Hysterie hat ja immer was Ansteckendes, ich kann es nicht ausschließen. Ich glaube, dass man Vorsorge prinzipiell ernst nehmen sollte. Ich glaube ehrlicherweise auch, dass das Coronavirus schon in Österreich ist. Und die Frage ist, wie geht man persönlich damit um? Also wenn man jetzt nicht alt ist und nicht krank ist, ist das ja angeblich nicht anders als bei einer Grippe. Aber ich glaube schon, dass man auf andere Rücksicht nehmen sollte. Das heißt, mit Erkältungssymptomen vielleicht nicht unbedingt ins Kino gehen, nicht die Uroma besuchen, das macht, glaube ich, schon Sinn. Na, ich denke, unsere Landsleute, also wir sind aus Südtirol, übertreiben jetzt ein bisschen, weil es war ja, also gestern haben sie den ersten Fall in Südtirol gemeldet und man muss bedenken, dass auch viele an der Grippe sterben und dass das einfach auch viele und alte Leute betrifft und auch viele, die schon mit der Lunge und generell einfach krank sind. Ja.